verdammt. Hey, Dick, unsere Vorräte werden knapp. Etwas mehr Wild wird. Das geht. Oh, scheiße. Okay, ja. Unsere letzte Jagd ist auch schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich uns etwas Fleisch besorgen kann. Weißt du noch, was du tun musst? Ja, Cope hat mir ein paar Tipps gegeben. Unglaublich, aber wahr. Cope? Scheiße, ich glaub's nicht. Danke, Dick. Mach's gut, Bushman. Okay, jetzt muss ich Fleisch beschaffen. Wild, Bär, Wolf. Ganz egal was. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. Ich wollte eigentlich zuerst ins Camp zurückgehen, also zu Bushman, und dann die Folge starten, aber dann fing die Übertragung zwischen, also das Gespräch zwischen Deacon und Bushman an. Das habe ich gedacht, schneide ich das noch mit rein. Nehme ich auch gleich auf. Damals schoss ich von hoch oben mein erstes Reh. Heute ist mein Camp in den Bäumen. Glaube ich, lasse die da hängen. Ihr wollt überleben und könnt arbeiten. Ich dachte, die würden am Boden liegen. Ich könnte da was looten haben. Wir beschützen euch. Vielleicht kriege ich hier ein bisschen Munition. Mich auch, um ein Reh zu fangen, muss man ihn manchmal auflauern. Und ich habe recht. Wie ein Wasserloch. Heute ist man ebenso leicht Beute wie Jäger. Also haltet die Augen auf, wenn ihr Beute wie Jäger habt. Aber Großvater sagte immer, der einfachste Weg zu der Mahlzeit ist, wenn du sie hast. Wenn eine Schlinge an deinen Augen macht, hast du dein Essen übergebracht. Eine kopflose Schlange kann die meisten von allen mit sich verbinden. Großartig, Cope! Du hast ihn also mit deinem Opa fallen gestellt und mit deinem Dad Salzlecksteine ausgelegt. Ha, wie sportlich! Schätze, das ist jetzt alles egal. Okay, ich weiß nicht, warum Deacon sich da immer so aufregt. Ich weiß auch nicht, ob man die Übertragung gehört hat. Meiner Meinung nach war sie ein bisschen leise, oder das Bike ein bisschen laut, wie man es auslegen will. Aber mich hat es nicht gestört. Ich meine, es interessiert mich eigentlich nicht wirklich, was er da immer erzählt. Gutes Timing. Kurz mein Bike auftanken, dann gehen wir ein bisschen jagen. Wird sehr interessant werden mit den Freakers. Und in der Nacht. Aber das sollte gehen. Hoffe, ich treffe auf keinen Bären. Und den habe ich im Moment genug. Für die nächste Zeit werde ich mich nicht nochmal mit einem Bären anlegen. Ich musste den Bären ja nochmal bekämpfen und das war nicht ganz so witzig, möchte ich nicht sagen. Es war einfach nicht so angenehm. Ach, wenn es Spaß gemacht hat. Irgendwie komisch. Was ist das so? Oh, einer ist gut! Zeit fürs Update. Kann auch auf mein Bike schießen. Ich stehe auf Nahkampf. Komm her, Wolf! Uff. Okay, und jetzt ausweiten. Machst du gut, Deacon. Ein bisschen Fleisch. Vielleicht ein Wintermantel? Okay, das sollte ein Scherz sein. Sollte man nicht tun. Okay. Ich habe mein Bike ein bisschen angeschossen. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr beschädigt. So gut wie gar nicht. Super. Okay, machen wir noch ein bisschen. Ich muss noch zwei Tiere erlegen. Ein Hirsch wäre mir angenehm, der greift mich nämlich nicht an. Das ist kein Hirsch, das ist ein Freaker. Zwei Freaker. Ja, ein paar Dutzend Freaker. Ups. Die jagen auf der Straße. Macht das Sinn?
So sei es. Ich hab das Gefühl, da kommt man gerade zu. Sein. Was, soll ich jetzt dahin laufen? Okay, ich laufe jetzt einfach dahin. Ich habe nicht, ich konnte es nicht fertig lesen, was da stand. Wie soll ich da hinkommen? Ich sehe nichts, wo ich mich verstecken kann. Ein paar Bäume, aber der hier sieht mich gleich. Na, soll ich denn an ihn ran? Sarge, wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen? Mir gerne ein paar Fallen ansehen. Hey, Doc, sind Sie endlich fertig? Ich bin kein Arzt. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Sorry, Lieutenant O'Brien. Wie lange bleiben wir noch? Bis wir fertig sind, Corporal. Bis wir fertig sind. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Ich werde mal nachsehen. Ja? Ist wahrscheinlich nichts. Frisches Aas vielleicht. Okay, Doc. Ich habe was gesehen, verdammt! Nicht, dass Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden, Corporal. Menschen nicht. Wir haben den Perimeter noch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Ich hätte da noch Bären mitnehmen können. Was, will da nichts mehr dazu sagen? Näher ran kann ich nicht. Ah, okay, von selbst weg, super. Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten, wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera, von der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Als ob die mich nicht hören. Es handelt sich tatsächlich um Tabanus atratus. Hier sind viele Bremsen. Ein Glück, dass ich daran Zugang habe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein Monocoileus hemionus, ein Maultierhirsch, als ob das jemand überprüfen könnte. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB hin. Ich nehme eine Probe zur Bestätigung. Ich soll den jetzt wirklich ansprechen? Okay, machen wir mal. Schauen, was passiert. Mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh oh. Was willst du? Aua. Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten das so. Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour.
Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in dein Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernet wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Soll ich jetzt weiter jagen? Sieht's aus, O'Brien, dass ich weiter jagen darf. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er hatte sie ins Feld gezerrt. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Super, dass er sie gerettet hat. Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht. Ich muss mich genau umschauen. Olaf. Versuchen wir das mal. Oh. Geht doch. Mich greift das an! Finde ich nicht lustig. Komm her! Wie konnte ich ahnen, dass da noch Wölfe sind? Gleich um die Ecke. Kann ich mich... Tut mir leid. Ich wollte eigentlich den Hirsch erlegen. Aber den hole ich mir jetzt auch noch. Frisches Fleisch. Was soll das? Wie viele Wölfe gibt es hier? Besser ein bisschen mehr Fleisch als zu wenig. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut. Ein bisschen. Ich meine, es ist definitiv Überleben des Stärkeren, ne? Mal schauen, wo der Hirsch hin ist. Ist noch ein Blutfleck. Ah, oh, der ist noch weit gekommen. Da oben gleich ein Freaker. Was ist da hin? Sag immer, du da ein Knappes. Na, wie ist das? Das ist mein Hirsch. Was hat denn der da gefressen? Hä? Wo ist denn jetzt mein Hirsch?
Sollte ich das nicht untersuchen können? Ist mein Hirsch gedespawnt oder was ist los? Sieht fast danach aus. Bin ich blind? Liegt doch Blut, hier liegt Blut. Und hier endet die Spur. Hat sich der Hirsch selbst geheilt? Mit einem Medipack, so wie ich es tue? Oder wo ist der hin? Weil ich kann das nicht untersuchen. Okay, dann mal los. Finde ich ziemlich uncool. Okay, da ich die Mission erfüllt habe, gehe ich jetzt einfach zurück. Trauriger Moment irgendwie. Aber dass O'Brien lebt, denke ich, ist ein gutes Zeichen. Vielleicht lebt sie ja noch. Deacon glaubt definitiv fest daran. Wo ist mein Motorrad? Okay. Irgendwo, weit, weit weg. Dann gehen wir zurück zu Buß und dann würde ich sagen, was auch das mit dieser Folge, Wald. Genau, da ist alle. Zum Glück hat O'Brien nicht abgeknallt. Wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Mal schauen, ob ich hier was finde. Sehr schön, eine neue Axt. Nur für mich. Gefällt mir. Und es zieht Nebel auf. Schön für die Nacht. Gibt dem Spiel ein mystisches Feeling. Ich mag Nebel in Spielen. Außer in Slenderman. Ups. Nimm den Freaker mit! Oh, ich wollte ihn eigentlich taggen. Egal. Ab zu Busung. Schauen wir, wie es dem geht. Nein, dann geht es ein bisschen schneller. So spart man sich einmal ein paar Sekunden Zeit, um den Wegen zu folgen. Und dann fährt man gegen einen Baum. Ist hier mir ja öfters schon passiert. Nicht nur einmal. Also kann man nicht ändern dann. Hier wurde schon lange keine Falle mehr gestellt auf öffentlichen Straßen. Wundert mich ein bisschen. Ich dachte, dass ich jetzt die kurze Zeit vorhin so viele gesehen habe, würde darauf schließen lassen, dass jetzt noch mehr kommen, aber scheint nicht so zu sein. Nehmen wir mit. Mal schauen, wie es Buße geht. Hey, Boozman, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick, danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salz es gleich ein. Okay, man sieht, Boozer schwitzt, es geht ihm nicht so gut. Tja. Dann haben wir als nächstes. Nächste Mission. Gleich zwei hier unten. Sieh nach Lisa. Ja, war mir fast klar, dass wir ein bisschen auf die schauen werden. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Days Gone. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Denn vergesst nicht, Support. Ist kein Mord.